Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Horizon Zero Dawn. Ja, der Verwüster im Hintergrund läuft immer noch ein bisschen rum und sucht uns, keine Ahnung. In der letzten Folge haben wir es ja geschafft, diesen Donnerkiefer auszuschalten in der Brutstation und können so mit Donnerkiefer und Sturmvögel und noch irgendwas anderes überbrücken. Das ist schon mal sehr schön. Das war ein krasser Kampf. Unbedingt reinschalten. Nochmal in die letzte Folge, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ja, in der heutigen Folge wollte ich eigentlich zum Meridian nochmal reisen und mich besser ausrüsten, aber ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf. Ich habe mir jetzt gerade mit Mühe und Not ein Schnellreisepaket herstellen können. Und wenn ich dann nach Meridian reise, um mich neu auszurüsten, komme ich nicht wieder so schnell zurück. Ich müsste den ganzen Weg latschen. Die Sonne Deshalb, geht auf. na gut, ich könnte es mir kaufen, aber dafür bin ich einfach zu geizig. Deshalb gehen wir jetzt zur nächsten Hauptmission nach. Und wir müssen uns nach Schöpfers Ende begeben. Weil dort die Spuren nach der Frau aufhören, die wohl uns so ähnlich aussieht. Gleichzeitig können wir noch ein bisschen jagen. Es tut mir leid, Fuchs. Aber ich brauche es. Warte mal. Was ist denn das ganze Zeug? Ist hier der Truthahn? Ja, hier ist der Kaninchen. Hey, wo ist der Truthahn? Da. Frischer geht's nicht. Ich glaube, der andere Fuchs ist mir entkommen. Hier will ich eigentlich nicht nochmal reinladen. Wo ich muss wahrscheinlich da reinlatschen. Was wir noch alles hier auf dem Weg haben. Ja, in der letzten Folge sind wir rausgekommen und den Pirschern nur ganz um Haaresbreite entkommen. Mich wundert's, weil die davor sind, dass wir durch die Aktion die Pirscher nicht mit überbrücken konnten. Pirscher sind echt cool. Eigentlich. Wenn ich Etwas eine Maschine Vorrat. wäre, wäre ich ein Pirscher. Die können sich unsichtbar machen, aus dem Nichts angreifen. Zieht hier wohl ein Sturm herauf, oder was? Plünderer entdeckt. Wo sind die? Nirgendwo. Ah. Knöchel verstaucht. Hätte natürlich auch von oben kommen können und die Maschinen umgehen. Keine Ahnung. Schöpfers Ende. Jetzt ist es nicht mehr weit. Odin hat gesagt, er hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem alten Gerät entdeckt. Wenn sie meine Mutter ist, warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr, so weit vom Noraland entfernt? Ich verstehe das Das nicht. ist eine Wer gute ist Frage. sie? Ihr Name ist Elizabeth Sobek. Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg, dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eklipsetruppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Schön. Wer ist
ist er und woher weiß er das alles? Elisabeth Sobeck, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name? Eben. Das ist ein noch ziemlich altertümlicher Name. Gut. Ein moderner Name, aber eben. Für die Zeit altertümlich. Panzerwanderer. War das das dritte Teil, was man überbrücken kann? Panzerwanderer. Sollte ich jetzt im Handumdrehen überbrücken können. Alles klar. Guck mal her. Ferne an. Da kommen sie. Meiner alle anderen platt macht, wäre schon echt krass. Zwei hat er schon. Okay, meiner hat leider nicht gewonnen. Aber der hat dafür den ganz gut geschwächt. Einer ist ja noch da. So ein Mist aber auch. Okay. Haben wir so im Vorbeigehen mal mitgenommen. Einfach weil es ging. Ich kann mich entspannen. Ja. Konnte sich die ganze Zeit entspannen. Hast du nichts gemacht, außer einen Panzerwanderer Amok laufen lassen. Vor allem, der hat wirklich fast alle platt gemacht alleine. Schon cool. Hier sieht es ja ziemlich nach Ödland aus. Stürmer. Waren das Stürmer? Ja. Alles klar. Ja, die kann ich großzügig umgehen, von denen will ich erstmal gar nichts. Trotzdem drei Schuss für den. Das ist ein Wildschwein.
Jetzt habe ich gerade so ein bisschen die Orientierung verloren. Ah, okay. Sieht gut aus. Alter, das ist ja das reinste Ödland hier. Holy moly. Und zum allen Überfluss regnet es auch noch. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe eine Quest übersehen. Genau da. Ich bin da. Egal. Muss ich hier die Quest machen? Vielleicht können wir sie zurück zu Honor machen. Ach, wer ist denn da? Der Neil. Ich habe gesehen, wo du warst. Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten dein Werk schon in einem Graben entsorgt. Aber ich konnte die Zeichen lesen. Die Kratzspuren im Dreck. Die Überraschungsspritzer. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Neil, noch immer auf Banditenjagd? Oh ja. Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie Räucherwerk. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht dein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. Das Banditenlager. Dürfte zu machen sein. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Ja, unbedingt. Kommt die denn alle her? Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. So, um unterzurutschen oder was? Ist natürlich doof, wenn man die so im Nacken hat. Wo kommt die auf einmal her? Chance für dich. Ziemlich viele Anführer hier. Schnüffelt hier immer noch rum. Halt die Klappe.
zwar nicht das, was ich heute machen wollte, aber warum nicht? Die jetzt. Das sollte ich schnell einstecken. Wir haben Gesellschaft. Toll. Willst du weg? Holy fucking moly. Hast du gesehen, wie der Pfeil eine Kurve gemacht hat? Schade. Schlechter Tag für einen von uns beiden. Sie dürfen keine Zeit zum Nachdenken haben. Du bist Geschichte! Das ganze Gebiet abdecken! Komm schon. Ah. Aus dir wird man nicht mal mehr eine Suppe kochen können. Ist heil. Das war noch nicht alles. Ja.
wehtun. Schön, oder? Ganz ruhig. Okay, mit 3 Schuss können wir eh nicht mehr viel machen. Hallo. Hab sie. Ich hab dich. Danke, dass du auch mal jemanden getötet hast. Dass nicht nur ich einmal alles machen muss. Sie ist da oben. Ist nicht dein Ernst? Dass der noch abfeuern konnte und mich trifft. So. Noch irgendwer? Na, wo ist er denn hin? Immer noch auf der Suche nach mir. Sollen sie doch. Sollen sie doch kommen. Lame, Alter. Ich mache dich platt. Das wird wehtun. Haben wir es wohl geschafft. Ja. Wie konnte er nur so nah an den Sonnenkönig herankommen? Die Osseram-Wache wird ihren Schatten die Schuld geben. Ja, ja. Okay, mit mir werden wir reden. Allerdings erst in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal. Dann machen wir bestimmt die Hauptquest dann weiter. Wie dem auch sei, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.